Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute ganz krasses Unboxing hier. Ich habe das schon gesehen von der Firma Carson. Ist noch nicht auf der Webseite drauf. Meiner Meinung nach das kleinste RC-Modell, was es gibt. Wie gesagt, ich habe schon welche da. Hier 1 zu 76, auch richtig klein. Aber hier, das ist ein H0. H0, 1 zu 87. Wollen wir uns anschauen, ob das auch wirklich fährt hier. Dieser kleine Käfer in Kackbraun, nee, nicht ganz so rötlich-braun. Habe ich am Wochenende tatsächlich so einen gesehen. Fuhr da durchs Bergische Land durch, voll nice. Mit Fernsteuerung hier. Ey, ich fasse es nicht. Mit LEDs hier. Ja, 45 Minuten laden, 45 Minuten fahren. 50 Meter Reichweite, klar, 2,4 GHz. Proportional Lenkung. Ich bin einfach gespannt. Ja, hier das Ganze schmerz- und kurzlos. Hier machen es auf, erwähnen nochmal offizielles Lizenzprodukt. Und da haben wir schon reingeguckt. Und machen das Ganze mal auf. So, schon eingerissen. Jetzt können wir mal scannen. Die Anleitung, die man uns anschauen kann. Ja, Tamiya ist mit da drin. Tamiya ist einer der führenden Modellbauhersteller weltweit hier. Hier so eine Kurzanleitung, was man machen kann mit Signalklängen. Das ist allgemein gehalten für die ganzen Modelle, die es so gibt. Viele haben ja auch LED oben drauf. Und das ist ja wirklich schon ganz einfach gemacht. Und hier wird dann irgendwie Deckel auf, Klappe auf. Dieser kleine, feine VW hier, das ist wirklich eine Augenweide. Und wenn wir jetzt hier einen Schraubendreher mit dabei wollen, müssen wir das Ganze hier lösen. Von der Plattform, Fernbedienung demontieren. Diese zwei Schrauben hinten dran. Dann hier die Akkus entfernen. Das ganze Auto kaputt hier. So, die kommen jetzt hier in diese Fernbedienung rein. Richtig auf die Polarität achten. Und dann wieder verschließen, wirklich sehr gut gemacht. Ne, so rum, so rum. Und hier ist eine LED, die aufleuchtet, bläulich. Einmal hat man laden, dann einmal hat man hier fahren. Genau, auf der Seite hat man charge, hier kann man sehen. Und auf der anderen Seite ist dann hier on, wo man dann quasi mit dem Fahrzeug fahren kann. Auf der anderen Seite müsste irgendwo eine Ladebuchse sein. Ah, die ist hier. Und hier muss man leider so ein bisschen diesen PCI-Stecker rausfriemeln. Und wir werden hier diesen Chevrolet. So, die Schräubchen am besten hier wieder reinschrauben. Hier ist eine Halterung noch. Ach, nochmal verschraubt hier. Oh. Wir wollen es aber ganz gut wissen hier, dass wirklich nichts hier kaputt geht. Okay. Ja, hier mal sehen kann. Also ein bisschen anholen hier. Ich kann nicht mit der GoPro filme ich jetzt gerade, kann ich nicht zu weit rangehen. Hier habe ich einen Außeneinschalter. Und hier einen PCI-Stecker, wo ich das Ganze hier reinstecke. Und kann das Ganze laden. Und hier natürlich hier auf Charge gehen. Hier ist rot. Das heißt, wenn die rote LED aus ist, dann dürfte man wissen, dass hier das ganze Ding vollgeladen ist. Okay, lassen wir es nur so liegen. Und laden das Ganze erstmal wunderschön auf. Gleich sehen wir uns wieder, wenn das Ganze aufgeladen ist. Hier der Unimog 78. Stelle ich mal her. Das ist jetzt 1 zu 76. Und hier ganz klar zu sehen, H0 Größe 1 zu 78. Und hier haben wir ein blaues Lämmchen. Das heißt, der Wagen ist voll.
Und ich habe schon eine kleine Strecke aufgebaut. Da werden wir mal schauen, wie sich das Ganze hier verhält. Erstmal abziehen. Dann rüber drücken auf unten. Und hier natürlich das Ladekabel verstauen. Ja, und dann schalten wir das Ganze ein hier. Ah, die Lenkung hier, seht. Schön proportional. So, und irgendwo kann man das Licht einschalten, da auch nicht. Da hat Licht. Okay, wir haben jetzt mehr auf der Strecke gehen, hier mit dem Timer fahren. Boah, kippt durch einmal die Kurve. Das ist der schnellste hier. Das ist schön entspannt vorne hier. Von der Strecke abgekommen. Geht auch. Ach, Schwung hier. Könnte man mit mehreren Käfern hier so ein kleines Rennen machen. Macht bestimmt Spaß. Schön gemütlich hier. Nicht zu schnell. Hier kann man die Lenkung trimmen. Mal sehen, ob man links zieht und rechts zieht. Und hier über diesen Schall das Ganze so ein bisschen ordentlich. Entwickelt hat. Klasse Mini-Fahrzeug hier, 1,87 für die H0 hier, wirklich top, wirklich klasse, so ein kleines Teil, das wollte ich erstmal hinbekommen hier, das zu konstruieren, fährt wunderbar proportional, nicht zu schnell und ja, kann ja viel Spaß auf so einer Eisenbahn haben. Tolles Teil, kann ich vollstens empfehlen. Ciao dann, bis zum nächsten Mal. Okay.